Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem zweiten Video aus Flims Largs für 2022. Heute nehme ich euch zusammen mit der Elena auf den Runca Trail mit. Und wenn ihr noch mehr Videos aus Flims Largs sehen möchtet, ich habe euch in der Videobeschreibung meine Playlist verlinkt. Dort findet ihr alle Videos, sobald sie online sind. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Oder brauchst du noch ein bisschen Luft? War dir die Luft weggeblieben? Nein, ich meine. Was? Das ist fürs Handy. Ganz klar. Zum Popeln auch ganz gut geeignet. Ja. Liebe Zuschauer, ich kann es ja doch nicht sein lassen. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt vom dem Cygnus Trail, da bin ich mit der Drohne in den Baum reingeflogen, weil die Verbindung weg war als Ausrede. und ja, ich will hier doch nochmal jetzt ein bisschen Drohne fliegen und der Elena hier auf dem Trail hinterherfahren, weil das schaut hier richtig gut aus. Und ich habe ja eh immer Glück im Unglück, deswegen, das klappt schon. Ja, es geht wieder los. Es geht. Ich kann es nicht lassen. Elena, kannst starten. Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull.
So, rechts geht's weiter am Runga Trail. Jetzt hast du ihn. Ja. Kann ja auch Wasser auffüllen. Genau. Sehr, sehr gut. Tief im Tal, wenn oben Kühe am Weiden waren, sollte man das Wasser nicht trinken. Aber jetzt waren ja keine Kühe mehr. Deswegen sollte das passen. So als Tipp für solches Wasser. So Leute, es geht weiter. Ihr seht ja selbst, hier ist einfach so ein, ja, so ein flaches Stück. Das cutte ich euch und dann geht es gleich direkt weiter im Wald. Ey, nix überholen. Gut, ich lass die auf den Vordergrund. Vor allem, ob er den ersten dabei bist. Ja.
Okay, der Abschnitt ist jetzt leider gesperrt. Es muss ja halt immer auch für die Zuschauer eine kleine Überraschung bleiben. Deswegen ist es okay, wenn wir den Abschnitt jetzt nicht mit reinnehmen. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht ganz so lang ist, das Stück. So, es geht weiter. Du bist richtig gut gefahren. Richtig gut, Elena, echt. Hör ich das sarkastisch? Nee, nein, ich meine es ernst. Richtig, richtig gut. Ja, danke dir. Echt, hast du immer die Jumps mitgenommen? Danke. Du hättest die kleinen nehmen sollen, weil dann wärst du auch immer in die Landung rein. Ich wollte aber höher fliegen, deswegen habe ich die steilen genommen. Hätte ich mir schön von der Seite gefilmt. Ich will immer zu viel auf einmal. Und das geht meistens in die Hose. Ja, denk dran, dein Schlüsselbein. Ne? Ja. Die Elena, wer das Video nicht gesehen hat, wo sie es erzählt hat, die hat das rechte Schlüsselbein gebrochen, hat da jetzt eine Platte drin. Auch natürlich beim Fahrradfahren passiert. Wobei sonst? Na, oder beim Bankberaten. Also berät Bänke. Das heißt, wenn ihr daheim eine Bank habt und ihr seid euch unsicher, dann könnt ihr die Elena rufen, die kommt und berät euch bezüglich der Bank, wie man sie hinstellen soll, wie sie aussehen soll, wie man sie behandeln soll. Deswegen hat mich Leo auch gerufen, jetzt bin ich seine Bankberaterin. Genau, seine Bankberaterin. Ja. Ja, ich denke, das war richtig schön, wenn du vorausgefahren bist, weil du bist zügig, du bist schnell. Ja. Und deswegen kannst du gleich auch wieder ein bisschen vorfahren. Also bei den Trails hier kommt nichts Überraschendes, habe ich jetzt. Ich schneide es raus, wenn du stürzt, dass ich das gesagt habe. Okay. Ja, wechseln es wieder ab, so ein bisschen. Ja, alles gut. Okay, los. Abwechseln heißt, du fährst erst? Ja, nein. Ja. Weiß es nicht. Ja. So Leute, das war jetzt auch ein Zubringer. Das habe ich euch auch rausgeschnitten und hier geht es rein weiter in den Runker Trail. Man kann aber hier, da ist eine kleine Hütte, die Runker Hütte und da kann man auch, nee, Runker Höhe, da kann man einkehren. Hast du eigentlich Hunger? Geht. Okay, nee, wir fahren weiter. Das war Danke, dass du fragst. Ja, ich habe einfach nur aus Höflichkeit gefragt, aber hab gehofft, es. Ja, genau. Ja. Lass uns weiterfahren, ich habe gar keinen Hunger. Okay, ich fahre ein Stück vor und dann, wenn ich jetzt langsam bin, überholst du mich wieder. Mhm. Ja? Ja. Okay, auf los geht's. Auf los geht's. Auf los geht's, los geht's. Hier ist schwarz, ich weiß nicht, was kommt. Okay, kannst fahren. Hier ist auch schwarz. Kannst du auch fahren, geht. Ja, sieht man nicht, was da ist.
So. Direkt weiter? Ja. Also der Runka Trail macht richtig, richtig Spaß. Es ist schön flowig gebaut. Nicht so, dass man irgendwelche Kurven hat, wo man arg abbremsen muss. Und der Zustand jetzt, Ende des Jahres, ist auch noch super. Klar, ein paar Bodenwellen, Bremswellen gibt es, aber so wie hier jetzt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Was ist das? Ja, okay, wäre ein Jump gewesen. Geht's wieder? Kommen wir weiter? Ja. Gut, dann los geht's. Versuch an mir dran zu bleiben. Ja, okay. Ja. Kuhpisse. Warum lachst du? Warum lachst du? Kannst du mal gucken? Ich glaube, ich habe Kuhscheiße im Gesicht. Ja, das ist Kuhpisse. Ja, du bist mitten durchgefahren. Guck mal. Und im Gesicht. Wie Durchfall. Das ist Durchfall. Was ist das? Ja, liebe Zuschauer, das war der Runka Trail. Elena, wie fandest du ihn? Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand den echt cool. Unterteilt sich ja in so zwei Abschnitte. Der zweite Teil, fand ich, war sehr, sehr flowig. Also für uns war es ja First Ride und ich glaube, wir haben richtig Gas gegeben. Ja, du hast richtig Gas gegeben. Du konntest ja gerade so mitteilen. Ja. Also ich habe mal ein bisschen gebremst und langsamer gemacht, damit du noch hinterherkommst. Ja. Aber
Nee, war echt spaßig. Also der ist, denke ich, auch für jedermann geeignet, auch für Anfänger. Es ist alles überrollbar. Ja. Oder man kann drumherum fahren. Also es ist wirklich keine gefährliche Schlüsselstelle dabei. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Nagans Trail. Ich wollte euch jeden Trail separat reinnehmen. Nicht, dass ich an einem Tag hier 3-4 Trails fahre und daraus ein Video mache und alles viel zu viel geschnitten habe. Und so habt ihr den Trail komplett gesehen mit allen, ich sage mal, Schlüsselstellen, sodass, wenn ihr hier hinkommt, dass ihr es vorher schon mal anschauen könnt und wisst, was euch erwartet. Deswegen nehme ich halt die Trails immer komplett rein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.